dran, ja. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Es ist soweit, der nächste Raid-Boss-Wechsel stand an. 10 Uhr haben die Raid-Bosse gewechselt, das heißt, die Deoxys ist weg. Nicht nur das Initiative, sondern auch alle anderen, aber die waren ja davor eh schon weg. Alle drei Tage hat die Deoxys gewechselt, jede einzelne Form durch. Die Normalform gab es schon mal als Shiny, die anderen Formen wurden neu als Shiny eingeführt. Ich habe einen Stream-Marathon gemacht, einen nach dem anderen. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Die meisten von euch auch. Man hat wirklich gemerkt, am Ende hatte gar keiner mehr Bock auf die Deoxys. Da hat es sich gar nicht mehr gelohnt, überhaupt noch einen Stream zu machen. Habe ich mir dann ein paar Tage freigenommen. Sozusagen frei, indem ich dann trotzdem noch was gemacht habe. Jetzt ist Paguriki da, oder wie das heißt. Habe ich noch nie gehört. Gehört zur Alola-Region. Paguriki, gibt es auch verschiedene Formen irgendwas oder andere Dudes, 4 verschiedene. Jeder sagt auch wieder was anderes, das ist gut, das ist schlecht, das kann nichts. Der eine sagt, das kommt auf 3000 gerade mal bei Level 50. Jetzt hat der erste eins gefangen gestern Abend, kommt trotzdem auf 3500. Jeder sagt was anderes. Ich laufe jetzt zum Theater, mache dort den Community Raid, zeige euch, wer sich eingetragen hat. Wer alles mitmacht, wir gucken mal, was gut ist gegen Kaburiki, wie gut es sich fangen lässt und was es wieder für ein Chaos gab. Grüße gehen raus an Henry, der erstmal eine falsche Fehde gelegt hat, damit er mehr Platz hat im Community Raid. Fand ich richtig genial. So, wir sind am Theater angekommen. Keine Ahnung, was hier los ist. Hier stehen überall Traktoren und irgendwelche Baufahrzeuge, also da mache ich übrigens abends immer meinen Spaziergang. Ich habe jetzt hier draufgestellt auf den Crown. Und eigentlich ist die Arena ja das ganze Gebäude da. Da hinten ist ein Streukasten. Am Streukasten raide ich eigentlich immer. Jetzt muss ich euch aber mal hier auf die Ablage stellen. Die Sonne ist wieder viel zu warm, viel zu hell, viel zu viel, sodass das alles wieder komisch aussieht und blendet. Aber ich möchte euch jetzt nochmal erklären, was der Community Raid ist, wie man beim Community Raid mitmacht, wie der Community Raid aussieht, wo der Community Raid gepostet wird, weil es jedes Mal aufs Neue immer wieder Probleme gibt, die Leute nicht lesen und wenn sie lesen, nicht verstehen, was da geschrieben steht. Das ist der Kanal, das ist YouTube. Ganz normal, wenn du auf YouTube gehst, kommst du auf den Kanal und es gibt auf diesem Kanal einen Community-Tab. Da steht Übersicht, Videos, Playlists. Community. Im Community-Tab poste ich den Community-Raid. Jetzt habe ich vorhin eine Übersicht gepostet, zusätzlich, damit ihr wisst, dass ab jetzt Tapu Koko ist da auf jeden Fall. Das werde ich, am besten schreibe ich das in den Titel. Der neue Raid-Boss ist da. 10 Uhr Wechsel, ab 11 Uhr kann man den raiden. Also ab 11 Uhr gibt es den in Raids. Mit Community Raid auch, dass wir heute einen Community Raid machen. Das ist nur für euch die Übersicht mit den Kontern, mit allen anderen. Ich hätte auch gar nichts dazu schreiben können. Dann wäre die Frage gekommen, ab wann oder wann, wie, wo, was. Also schreibt man dazu, ab 11 Uhr in Raids. Jetzt habe ich da 12 Kommentare und nicht, weil sich die Leute freuen, dass sie die Konter sehen, sondern weil sich die Leute einfach dazu eingetragen haben, den zu machen, obwohl nichts dasteht von wegen da und da findet der Raid statt und tragt euch alle ein. Ich schreibe immer das Gleiche bei jedem Community Raid trotzdem. Hier, guck mal. Vera, ach, der NetGhost hat seine Nachricht geändert. NetGhost, Vera, M, Marco, Christian, Steve, Jochen, Kinghammer, Andy Project, Brainy, Tobi.
der sich jetzt noch eingetragen hat, aber eigentlich, es gibt nicht mal eine Zeit, wann der Raid stattfindet. Also da ist nicht mal eine Zeit, wann ihr eingeladen werdet. Da steht nicht da, dass ihr geedit werdet oder sonst was, aber alle tragen sich da ein. Henry hat's schlau gemacht. Henry hat genau das abgescreent in die WhatsApp-Gruppe und geschrieben, los, tragt euch alle ein. Selber hat er sich aber nicht da eingetragen, selber hat er sich beim Community Raid eingetragen. Ich muss doch immer erstmal gucken, wann ab 11 der erste aufgeht. Jetzt habe ich hier einen gefunden, 11.20 Uhr. 11.20 Uhr Kaburiki Community Raid. Und so steht das auch immer da mit einer festen Zeit. Ramses Raid Party und Ramses Raid Mania laden ein. Steht auch immer so da. Bei Interesse bitte Trainercode und Ingame-Name in die Kommentare. Steht auch immer so da. Die ersten 10 werden geladen, bekommen ein Herz, sobald die Freundschaftsanfrage raus ist. Steht auch immer so da. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euch hier unten einzutragen. Sieht also komplett anders aus als der andere Text. Und dann nehme ich wirklich die ersten 10. Ich gehe auf die Kommentare, ich gehe nach Reihenfolge, der Älteste zuerst. Und da haben wir heute Kolidita, Aluhut, Lennart, Henry, Heiko. Auf dem einen Handy 5. Und die anderen 5, Hikaru, Jenna, Knudlina, Bloodintiers und Trainer Sir Ups. Jeder, der danach kommt, eigentlich könnte man dann schon, wenn man selber zählt, sehen, es sind schon 10, okay, fertig. Damit es keine Verwirrung gibt, habe ich trotzdem angepinnt, oben drüber, alle Plätze sind vergeben und habe das angepinnt. Ich habe das angepinnt, sodass egal wer da drauf geht, sieht, es ist voll. Aber obwohl voll ist, haben sich die Leute natürlich weiter eingetragen und dann kommen auch Fragen auf, wo soll man sich denn eintragen, hier oder da? Also ich weiß nicht, wieso das jedes Mal so kompliziert ist. Ich habe die 10 Leute also gefunden, was genauso aussieht, wie es eben immer aussieht. Und muss ich das jetzt bei jedem Community Raid wieder neu erklären? Ich weiß nicht. Dann gehen die Videos immer eine halbe Stunde, weil man 20 Minuten erklärt, was ein Community Raid ist und dass der im Community Tab steht mit einer Uhrzeit und dass ihr da geherzt werdet und dass da dort steht, dass ihr euch eintragen sollt, was bei dem anderen ja eben nicht stande. So, die aufgescheuchten Hühner sind wieder unterwegs. Trotzdem freue ich mich jetzt. Mal was Neues. Mal gucken, wie das sich fangen lässt. Ansonsten seht ihr hier die Konda, der ist schwach gegen Boden und schwach gegen Gift. Das heißt, die meisten könnten hier Mega Gengar nehmen, aber eine Mega-Entwicklung extra für einen Raid würde ich jetzt nicht machen. Ich würde mich auf Boden konzentrieren. Vielleicht hier Stalobor oder Demeteros, Rihonyo, Knackrack, Groudon, irgendwas. Schauen wir mal, was es vorschlägt. Wenn das gut ist, werde ich es so lassen. Wenn nicht, nehme ich mir halt irgendein komisches Bodenteam und werde es damit mal. So, noch 22 Sekunden, bis der Raid aufgeht. Ich guck mal kurz hier auf die Liste, ob da auch alle angenommen haben. Aluhut, Fanraid, Kuli, Lennart, Henry, da sind auf jeden Fall alle da. Hikaru, Knudlina, Bloodintiers, Jenna, Master, Trainer Sir Ups sind auch alle da. Das passt auf jeden Fall perfekt. Vom NetGhost habe ich gehört, der will vor Ort sein, sozusagen, aber ich muss ja privat machen. Also muss ich gucken, wenn alle drin sind, dass ich dann wieder aufmache. Das heißt, wenn wir 13 in der Lobby sind, kann ich es dann aufmachen. Jetzt gehen wir hier drauf. Wir müssen nämlich wieder Rote Arena, Kaburiki, ja. Gelbe Arena für Elektro wäre jetzt richtig genial gewesen. Man steht schon wieder da, wie der Glöckner von Notre Dame. Müssen wir jetzt hier einwerfen, private Gruppe. Privat, dann mal eingeben, was uns der hier sagt, und zwar Smetbo, Glumanda und Shiggy. So, jetzt gehen wir alle rein, jetzt laden wir natürlich ein. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das Team kann ich theoretisch so lassen, wie es ist. Auf den kleinen Accounts hat es ja auch Rihonyo drin. Rihonyo, Knackrack, das sind ein paar Rizeros. Hier drüben auch Groudon, eine ganze Armee. Ein Heatran ist dabei. Ansonsten bei mir lauter Knackrack und ein Rihonyo. 10 Leute sind wir schon. Bei 13 darf ich es aufmachen. Da steht jetzt eine 12. Einer fehlt. Welchen muss ich denn aufmachen? Links. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch rein, genau.
Soll ich es jetzt trotzdem aufmachen bei 50? Da kann der Netghost wenigstens noch rein. Und der eine, weiß ich nicht. Es ist ja soweit. Ich mach's jetzt mal öffentlich. Mal gucken, der Nachzügler hat ja theoretisch noch Zeit, bevor Fremde diesen Raid entdecken, könnte er noch eindringen. Mal schauen, vielleicht kommt der Netghost wenigstens rein. Vielleicht sind auch ein paar andere am Start, King Hammer oder so, der ist ja auch gern mal vor Ort und spielt damit. Jetzt ist 13. Netghost ist drin, okay. Das heißt trotzdem, dass einer der Eingeladenen irgendwie fehlt. Netghost ist auf jeden Fall vor Ort. Ein Eingeladener fehlt. Ansonsten egal, hauen wir jetzt einfach drauf. Aha. Und irgendwie gestern Abend, es waren minus 5 Grad mitten in der Nacht. Und jetzt tagsüber sind es minus 4 Grad. Es ist also eigentlich komplett egal, ob es mitten in der Nacht ist oder tagsüber und die Sonne scheint. Die Sonne scheint, es sind minus 4 Grad. Nachts ist alles dunkel, alles mega gefroren. Es sind minus 5 Grad, es ist also kein Unterschied. Ihr könnt mal reinschreiben dann, wie gut ihr den neuen Raid-Boss findet. Vom Design her, gefällt euch der Look? Habt ihr Bock auf die Alola-Region? Wahrscheinlich. Ich habe von vielen schon gehört, dass das die Lieblingsregion ist von vielen. Viele freuen sich auf die Starter, viele freuen sich auf alles, was damit zu tun hat. Gab natürlich auch andere Stimmen, die gesagt haben, gerade wegen der Alola-Region haben sie aufgehört, Pokémon zu spielen damals und haben die Spiele gemieden. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht bei Pokémon Go. Wäre schade, wenn da welche wegfallen. Ansonsten geht das hier ziemlich zügig, ihr seht das. Es scheint also an sich nicht so viel auszuhalten, aber wir sind ja auch 13 Leute. Denk mal, selbst ein 5er-Trupp schafft den ganz locker alleine, sodass ihr auch wieder die Raid-Gruppe nutzen könnt, gemütlich. Den 100er-Wert habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Wir schauen einfach, was das Höchste ist. Wenn der Hauptaccount das Höchste hat, freue ich mich immer am meisten. Ich sehe, auf dem zweiten Handy fehlt einer. Ich kann euch auch gleich sagen, wer. Da gehe ich nämlich extra zurück und schaue da drauf, wer nicht interagiert hat heute. 17,75. 17,66. Also mehr als 17,75 muss es haben. Aluhut hat gefehlt. Aluhut ist nicht drin gewesen, ist nicht reingekommen. Weiß ich nicht, was da los war. Vielleicht hat er auch keine Einladung bekommen, aber die anderen wurden rausgeschickt. Und der Große, 17,52. Der Große hat wieder das Schlechteste. Oh mein Gott. Das legen wir jetzt erstmal ab. So, zum Fangen weiß ich nicht. Wir bleiben jetzt einfach hier stehen. So verkrüppelt. Oh. Das ist wieder einer, der nach links und rechts geht, wo ihr wieder 3 Jahre warten müsst, dass der vielleicht mal in der Mitte sitzt und ihr angreifen könnt. Wow, einfach fabelhaft. Das ist genial. Das heißt, wir müssen den Kreis jetzt nicht mehr verstellen. Wir können den Kreis jetzt so lassen, wie er ist. Wir müssen immer nur geduldig warten, bis er angreift. So wie jetzt. Curven drauf. Das war ein bisschen zu viel, also zu stark, zu weit geworfen, zu hoch. Und er ist drin. Das heißt, ihr müsst nicht weit werfen. Ihr tippt ihn im Prinzip leicht an und dann war es das schon. Neuer Pokédex-Eintrag, ja. Während alle anderen schon ihr 100er haben, habe ich auch gesehen. Zweiter Raid, 100%, okay. Bei mir jetzt Pokédex-Eintrag und 12, 12, 10. Naja, geht sicherlich besser. Ihr habt jetzt jeden Tag trotzdem die Möglichkeit, 2 Raids zu machen mit eurem kostenlosen Pass vor Ort. Nutzt das auch. Selbst egal, ob der gut oder schlecht ist, spielt einfach jeden Tag die 2 Pässe damit und dann seht, was ihr am Ende, wenn er weg ist, als Bestes habt. Da könntet ihr ja trotzdem ein bisschen was draufpacken. Ist trotzdem ein Elektroangreifer mit, der auch nützlich ist, denke ich mal. Wer jetzt nichts anderes hat. Ansonsten wirkt er ziemlich klein, dafür, dass er so ein legendäres ist. Wirkt er ziemlich klein, wirkt wie ein normales Pokémon, was ihr einfach so fangen könnt. Ich bin gespannt, wenn die neuen Sachen dann reinkommen, wie die anderen Formen alle aussehen. Und ansonsten war es das erstmal von meiner Seite. Es gibt ja auch eine Forschung im Spezialtab. Es gibt eine Sammlerherausforderung wieder. Da habe ich jetzt noch nichts gemacht. Ich habe jetzt direkt einfach nur den Raid gemacht. Ich denke aber mal, ich werde
diese Forschung mal wieder komplett machen, komplett zeigen, komplett mit Video alles. Wurde nämlich auch gefragt, wann machst du mal wieder so Vlogs und alles Mögliche. Ich denke mal, das Wetter ist ja ganz okay, wenn es nicht überall so hässlich aussehen würde wie hier. Würde ich mich mal ransetzen, solange wie das Video exportiert, ein paar Aufgaben zu lösen und die Forschung zu machen und dann die Woche irgendwann hochzuladen. Das ist wieder viel zu viel Output, ich muss noch so viel machen. Habt ihr ein gutes bekommen oder nicht? Schreibt es mal rein. Freut ihr euch auf Alola? Wir sehen uns abends im Stream auf jeden Fall auch wieder, wenn wir dann Wuffels als Shiny hunten. Ja? Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.